Nächsten Tagesordnungspunkt immer weiter der Fragerunde der Stadträtinnen und Stadträte lange nicht gehabt. Wir haben uns in Ältestenrat dazu entschlossen, das wieder anzugehen. Und damit steigen wir ein. Wie ich es eingangs bei der Tagesordnung gesagt habe, es beginnt heute die AfD-Fraktion. Herr Breuer. Ich bin schon hier. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, seitens des Freistaates Sachsen wurde ein Konzept zur Wiedereröffnung der Kindertagesbetreuung der Grundschulen und der Primarstufe der Förderschulen im Freistaat Sachsen erarbeitet, anhand dessen die Betreuung in Kindertageseinrichtungen ab dem 18. Mai wieder möglich sein soll. Unter anderem wird darauf abgezielt, durch die Vorgabe einer strikten Zuordnung in konstante und nicht wechselnde Betreuungsgruppen sowie durch Rückverfolgung von Infektionsketten den Kita-Betrieb wieder zu ermöglichen. Die Maßnahmen werden zu einem erhöhten Personalbedarf in den Einrichtungen führen, insbesondere durch die Vorgabe, dass Gruppen auch in Randzeiten nicht zusammengelegt werden können. In der Handlungsempfehlung für den eingeschränkten Regelbetrieb heißt es, die konkrete Ausgestaltung des Personaleinsatzes und der Einsatz spezifischer Schutzmaßnahmen obliegt dem Arbeitgeber. Daher ergibt sich folgende Frage: Welche Maßnahmen wurden seitens der Landeshauptstadt Dresden unternommen, um dem sich abzeichnenden Personalmehrbedarf durch die Wiedereröffnung der Kindertageseinrichtung zu begegnen? Und wie wird die Versorgung mit Hygiene- und Schutzmaterialien im Hinblick auf einen steigenden Verbrauch bei schrittweiser Wiederaufnahme des Betriebes logistisch und finanziell abgesichert? Die Beantwortung übernimmt Kollege Sittel. Ja, vielen Dank. Der Oberbürgermeister hatte in seiner Eingangsausführung ja deutlich gemacht, dass die Konzeption zur sogenannten Wiedereröffnung der Kitas recht frisch ist, dass auch einige untersetzende Regelungen gerade erst erlassen werden. Gleichwohl sind wir in einem sehr hohen Maße darauf vorbereitet, in einem bestmöglichen Umfang am Montag mit dem erweiterten Betrieb, der nahezu ein Vollbetrieb sein wird, zu starten. Ich glaube, dies ist auch ein Beispiel für die vom Oberbürgermeister angesprochene gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land, dass wir uns natürlich in den Vorabstimmungen auf einiges vorbereiten konnten, aber eben nur auf einiges und nicht auf alles. Das wird also sein, dass wir neben den gesetzlichen Ansprüchen auf eine Betreuung und geltenden Betreuungsverträgen hier immer auch abwägen müssen, welche Einschränkungen regulärer Betreuungsstandards müssen eingegangen werden, um das derzeit sehr zentrale Ziel der Einhaltung medizinisch-hygienischer Standards zu gewährleisten. Das heißt, es wird nicht möglich sein, im vollständig normalen Umfang alle Kinder im zeitlichen und organisatorischen Umfeld zu betreuen. Die Frage, die Sie stellen im Hinblick auf Personalmehrbedarf, ließe sich insoweit als sinnlose Frage kennzeichnen, dass sie einen rein theoretischen Hintergrund hatte. Denn selbst wenn wir zusätzlichen Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern hätten, den würden wir natürlich weder jetzt von heute auf morgen noch auch in Wochen nicht decken können, weil bekanntermaßen der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern ohnehin ein sehr groß ist. Heißt, wir werden mit dem vorhandenen Personal auskommen müssen und hier eine bestmögliche Abwägung zwischen diesen beiden Punkten, Betreuung zum Wohle der Kinder und Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Eltern auf der einen Seite und bestmögliche Gewährleistung medizinischer hygienischer Standards. Die Ausstattung mit Hygiene- und Schutzmaterialien ist erfolgt. Soweit es hier weitere Bedarfe gibt, sind die über die entsprechenden Sachkostenbudgets zu beschaffen. Und natürlich, trotz geltender Haushaltssperre und Zwänge im Haushalt, werden finanzielle Argumente hier natürlich keine Grenze setzen, um inhaltlich notwendige weitere Maßnahmen zu ergreifen. Insofern muss ich einerseits um Verständnis bitten, dass nicht ab Montag alles so läuft. Es hängt auch viel davon ab, wie umsichtig die Personen, die die Kinder in die Einrichtung sind, bringen. Ist es wirklich bei allen schon möglich, sie ab Montag zu bringen, oder hat man familiär die Möglichkeit, das etwas zu steuern? Ich bin sehr dankbar, dass die Beschäftigten in den Einrichtungen mit sehr hohem Engagement hier tätig sind. Gleichwohl werden wir auch hier berücksichtigen müssen, dass natürlich nicht alle Erzieherinnen vielleicht voll einsatzbar sind.
Also nur weil ein kleiner Bogen gestartet. Wir sind in dem Rahmen, wie man sich angesichts der Lage und der kurzen Vorbereitungszeit vorbereiten kann, sehr gut vorbereitet, hoffen aber auf Umsicht und müssen eventuelle Nachsteuerungen noch vornehmen. Ich danke Ihnen für die Beantwortung dieser Frage, aber ich glaube, die ist ja auch auf vielen Kitas schon gestellt worden an mich und insofern finde ich es ein bisschen anmaßend, die als sinnlos zu bezeichnen. Wir kommen zum nächsten Fragenden, das ist für die Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir kennen ja alle das Problem des Budgetierungssystems im Haushalt, nämlich dass die Ressourcenzuweisung an die einzelnen Geschäftsbereiche in ihrer Struktur den vergangenen Haushalten folgen, weniger aber den veränderten Aufgaben, die sich eventuell auch zwischen diesen Haushalten ergeben. Und deswegen meine Frage, sind nach den Budgetvorgaben, die jetzt gemacht worden sind für die Erstellung des Haushaltes 21/22 im Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen, Verbesserungen in der Ausstattung des Gesundheitsamtes, die ja vermutlich dringend notwendig sind, nur zulasten des Sozialamtes möglich oder wurden die Budgetvorgaben bereits vorher an die erhöhten Anforderungen des Gesundheitsamts angepasst? Die Beantwortung übernimmt der Finanzbürgermeister, Herr Dr. Lahmes. Ja, vielen Dank. Die Budgetvorgaben erfolgen in der Tat auf der Ebene von Geschäftsbereichen und sind jetzt von den Geschäftsbereichen entsprechend zu sortieren und anzupassen. Dabei sind dann auch sich ergebende Bedarfe und Mehrbedarfe zu formulieren und die sind dann politisch zu entscheiden, beziehungsweise da, wo sie gesetzlich zwingende Aufgaben betreffen, sind sie dann in der weiteren Beratung des Haushaltes einzuordnen. Das Instrument der Budgetvorgabe ist kein Instrument der politischen Steuerung, sondern ein rein haushaltstechnisches Instrument, mit dem eine Ordnung, erstmal eine Grundordnung in die Budgets der Geschäftsbereiche hineingebracht wird. Es ist der Beginn der Aufstellung verwaltungsintern, nicht das Ende. Und deswegen sind die von Ihnen angesprochenen Themen dann in der weiteren Beratung zu lösen. Ich habe eine Nachfrage und Sie haben ja in meiner Einführung bemerkt, dass es mir weniger um die konkrete Frage geht, sondern eher um die Struktur unserer Haushaltsdebatte. Und ich habe diese technische Antwort natürlich erwartet. Meine Vermutung ist, dass die aktuelle Situation, die ja im Haushalt extrem krisenhaft zu werden scheint, diese Haushaltsdebatte anders anzufassen ist in dieser Situation. Und deswegen eine Frage, können Sie sich vorstellen, dass anstatt der dem Stadtrat ja auf eine frühere Initiative auch von mir mitgeteilten Mehrbedarfslisten aus den einzelnen Ämtern, wo also aufgeschrieben wird, dass unsere Budgetvorgabe da und da und da brauchen wir mehr und der Stadtrat weiß es dann und kann darüber reden, jetzt eine Folgeabschätzung des erwarteten Haushaltseinbruchs mitgeliefert wird, die uns dann nämlich wesentlich genauer über die Frage diskutieren lässt, wo wollen wir denn welche Folgen in Kauf nehmen oder wollen wir sie überhaupt in Kauf nehmen? Normalerweise, Herr Kiesling, sprechen wir ja über diese Budgetvorgaben, weil sie ein wirklich technisches und internes Instrument sind, überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Wir haben es nur diesmal anders gehalten. Diese Transparenz möge man uns verzeihen an der Stelle. Wir haben es diesmal anders gehalten, weil es eben zeitgleich geschehen ist zu der ersten möglichen Aussage über die finanziellen Folgen der größten Wirtschaftskrise, die dieses Land jemals erlebt hat, relativ zum Wohlstand, der vorher bestanden hat. Heute ist jetzt ein weiterer Tag mit der Steuerschätzung. Die Ergebnisse werden wir jetzt in den nächsten Tagen auf Landes- und auf kommunale Ebene runterzubrechen haben. Und dementsprechend werden wir natürlich in der Beratung des Haushaltes immer wieder die aktuellen Ergebnisse einzupflegen haben. Wir halten uns aber sehr bewusst auch an diese bewährten Strukturen, weil sie es alleine uns ermöglichen,
pünktlich und möglicherweise dann eben zu Beginn des nächsten Jahres einen Haushalt vorzulegen. Denn genau das, was vorhin hier in der Debatte auch gesagt worden ist, Investitionskraft der Stadt erhalten, das bedarf eines beschlossenen Haushaltes. Und wir sind zuversichtlich, dass wir mit den Hilfen des Landes, die schon da sind, und mit den Hilfen, die auf Bundesebene ja auch jetzt in Aussicht gestellt werden, dass wir da einen gangbaren Weg finden werden. So, wir setzen fort mit der nächsten Fraktion. Es ist die SPD. Frau Frohwieser, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, erlauben Sie mir ein Wort vorab. Herzlichen Dank, dass es möglich gemacht worden ist, dass wir hier in diesen entsprechenden Abständen sitzen können. Eine kleine Kritik oder Nachbesserungsvorschlag. Ich schätze den Fraktionskollegen Kaniewski sehr und deswegen oder gerade deshalb würde ich auch gern von ihm 2 Meter Abstand halten. Vielleicht kann man das beim nächsten Mal mit den Saalmikrofonen noch etwas großzügiger gestalten. Meine Frage aber bezieht sich mal wieder auf ein bildungspolitisches Thema. Sie haben uns in einer Beschlusskontrolle am 7. April mitgeteilt, das zitiere ich mal, das Bauvorhaben Neubau einer Oberschule am Standort Kockerwiese wird nunmehr am Standort Lorzingstraße, Dürerstraße verortet. Der Stadtrat wird in einer gesonderten Vorlage über diese Standortentscheidung informiert. Ich möchte vielleicht vorwegnehmen, ich gehe davon aus, dass der Stadtrat über Standortentscheidungen trifft und nicht nur informiert wird, aber über diese Information war ich tatsächlich ein bisschen irritiert, weil wer das Grundstück kennt in der Johannstadt, ungefähr, würde mal schätzen, 150 mal 200 Meter groß, da steht das BB, ein Gymnasium mit mittlerweile ungefähr 1000 Schüler, dann steht das Haus des Kindes, hat gerade seinen 20. Geburtstag gefeiert. Das Gymnasium selbst besteht ja aus 2 Schulgebäuden, das Haupthaus, ein altes, also alt sind die ja eigentlich noch nicht, typische Typ Dresden Atrium Schule, die ja durchaus im Bildungsbereich auch einen sehr guten Ruf haben, diese zweiseitige Belüftung und Beleuchtung etc. Das ist Anfang der 90er Jahre nach der politischen Wende als eines der ersten Gebäude saniert worden. Mittlerweile nutzt das Gymnasium auch das Nachbargebäude, wo früher eine Grundschule untergebracht gewesen ist. Und außerdem befindet sich auf dem Grundstück auch noch eine Kita. Insofern möchte ich fragen, wir haben ja mal die Kostenschätzungen für die Sanierungen bekommen. Die waren nach der Doppelhaushaltsprognose schon mal um 7 Millionen gestiegen. Damals wurde gesagt, in der Beschlusskontrolle, die ist aus dem Jahr 2018 gewesen, 34 Millionen Euro für diesen Abriss des Nebengebäudes und dort einen Neubau und die Vollendung der Sanierung des Hauptgebäudes. Welche Investitionssummen für diese Sanierungen bzw. gegebenenfalls Neubauten, Sportanlagen etc. über die Turnhalle oder die Werterhaltung sind nach der Wende oder bis heute dort in dieses Gebäude oder in diesen Schulkomplex geflossen. Und ich würde gleich noch eine 2. Frage hinterher schieben, ob es denn schon ganz konkrete Vorstellungen gibt, wie man dort auf diesem hier in der Beschlusskontrolle genannten Grundstück auch noch eine Oberschule unterbringen will. Die Freisportanlagen zum Beispiel des BB sind schon gar nicht mehr auf dem Grundstück, weil sie nicht mehr mit draufgepasst haben. Die Frage war ja so lang gewesen, dass man kaum schaffen kann, die Antwort länger zu gestalten. Herr Sittel. Ja, das hoffe ich. Ja, vielen Dank, Frau Frohwieser, für die Frage. Sie haben es mir auch etwas leichter gemacht, weil Sie ja die wesentlichen Gesichtspunkte der Historie schon ausgeführt haben. Deswegen muss ich das jetzt nicht wiederholen. Wir werden in der schriftlichen Beantwortung natürlich aufbereiten, was insgesamt seit 1990 in den Komplex gefasst worden ist. Das war jetzt auf der Kürze der Zeit geschuldet nicht ganz möglich. Wir haben dort die neu gebaute Dreifeldsporthalle 2016 in Betrieb genommen zum Beispiel. Hier sind 6,3 Millionen Euro investiert worden. Und in der Sanierungsphase, die in den Jahren 2008 bis 2015 stattgefunden hat, sind rund 6 Millionen Euro investiert worden. Insofern ein Standort, der durchaus mit hohen Investitionen versehen worden ist und die genaue Aufstellung sämtlicher Investitionen, auf die Sie einen Anspruch haben, bereiten wir dann entsprechend auf. Es ist richtig, was in der Beschlusskontrolle steht, dass den Stadtrat eine Vorlage erreichen wird. Logischerweise
immer dann, wenn der Stadtrat was in die Zukunft auf den Weg bringen soll oder von bereits auf den Weg gebrachten Dingen abweichen soll, ist das eine Beschlussvorlage, die nicht der reinen Information dient, sondern der Stadtrat wird einen Vorschlag bekommen, wie man in die Situation, die ja mit verschiedenen Standorten und mit verschiedenen Stadtentwicklungsgesichtspunkten zu tun hat. Insofern, dadurch, dass die Vorlage noch nicht komplett erstellt ist, sie auch noch nicht im Geschäftsbereich Umlauf gewesen ist, bei dem dann neben den schulplanerischen auch die Stadtentwicklungsgesichtspunkte und angesichts der aktuellen Lage natürlich auch Finanzgesichtspunkte eingeflossen sind, gibt es dann noch kein ganz fertiges Komplex, hinter das der Oberbürgermeister einen Haken gehabt hat, das erreicht sie. Das wird derzeit mit Hochdruck auch dran gearbeitet. Eine der tragenden Erwägungen ist, dass für den Standort der Kockerwiese für die beiden geplanten Schulen ein städtebauliches Werkstattverfahren gezeigt hat, dass es zwar eine gewisse Realisierbarkeit gibt, aber dass die Größe des Schulstandortes durchaus sehr kompromissbehaftet ist. Insofern ist auch aus stadtentwicklerischen Gesichtspunkten hier die Erwägung, diese neu zu bauende Oberschule auf dem Schulgelände Bertolt-Brecht-Gymnasium einzuordnen. Und zumindest eine erste städtebauliche Betrachtung scheint das als möglich zu sein. Genau das wird derzeit vertieft untersucht. Das würde dort bedeuten, dass ich mit einer integrierten Zweifeldhalle am Standort von Schulgebäude 2 das einordnen ließe und das Brecht-Gymnasium am Standort des Hauptgebäudes in Abänderung der bisherigen Planung einen kompakten Neubau erhalten könnte. Ich benutze bewusst den Konjunktiv, weil das sind planerische Gesichtspunkte, die sowohl schulische Aspekte, schulbauliche Aspekte als auch Stadtentwicklungsgesichtspunkte haben. Und wir werden diese inhaltlichen Gesichtspunkte mit dem Finanzaspekt ereinen und dann wird sie ordnungsgemäß eine Beschlussvorlage der Stadtverwaltung erreichen, die dann beratungsfähig auch ist und wo wir erstens in die Details eingehen können und wo Sie natürlich sagen könnten, nein, diese Erwägung tragen wir möglicherweise nicht mit. Vielleicht soweit in Kürze. Vielen Dank. Darf ich eine ganz kurze Nachfrage stellen, die Sie vielleicht in die schriftliche, bereits angekündigte schriftliche Antwort mit aufnehmen können? Was für Auswirkungen hat das denn am Ende jetzt auf die gesamte Zeitplanung? Die Zeitschiene für diese geplante Oberschule an der Kockerwiese war ja schon knapp genug. Wir haben an dem Standort der Schule, wohin die ja dorthin ziehen soll, ja jetzt schon ein Gymnasium gegründet. Das dürfte ja zeitlich, wenn wir jetzt gerade an einem anderen Standort erst in der Prüfung sind, ganz schön knapp werden, wenn das Gymnasium in der Johannstadt aufwächst und die 101. Oberschule irgendwann keinen Platz mehr hat. Ich sehe dieses Petitum als ein sehr wesentliches, deswegen werden wir zu den zeitlichen Aspekten etwas einführen. Vielleicht nur ganz kurz nach meiner Einschätzung ist das, was der Schulnetzplanung zugrunde liegt, ja an klaren Schülerbedarfen, an Beschulungsnotwendigkeiten orientiert. Insofern kann man von den Endzeitpunkten da in der Regel keine Abstriche auch machen. Heißt also, soweit es Veränderungen gibt, muss man sie in zeitlicher Hinsicht entweder abarbeiten an der Stelle. Dazu gehört natürlich zwei Dinge. Erstens, es gibt die Möglichkeit, wenn Umplanungen möglich sind, das zeitlich reinzuholen. Ich mache ja ein kleines wenig die Klammer auf. Ich würde mir, um auf die aktuelle Stunde zurückzukommen, auch gerade bei baulichen, bauplanungsbezogenen Dingen auch durchaus wünschen, dass man Verfahrenserleichterungen bekommt in der nächsten Zeit, um den wirtschaftsfördernden Aspekt hier mit den schulspezifischen Bedarfen zu vereinen. Und zweitens setzt dieses Thema natürlich voraus, dass wir gemeinsam in der Haushaltsdebatte, wenn wir als Stadtverwaltung einen Entwurf vorgelegt haben, diese dringend notwendigen Schulprojekte so priorisieren, dass es dann nicht aus Finanzgründen Abstriche geben muss. Da dürften wir uns einig sein. Vielen Dank. So, wir machen weiter mit der FDP-Fraktion. Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, keine Sorge, bei der Antwort auf meine Frage können wir die ganze Zeit wieder einholen. Ich bin Mathelehrer und frage so, dass Sie mit wenigen Zahlen antworten können. Aber zum Inhalt. Das Gelände des alten Leipziger Bahnhofs ist im Eigentum von Globus. Seit Jahren träume ich von der Umsetzung des Projektes von dem Büro Kretschmer und Dr. Borges. Nach Wünschen von Rot-Rot-Grün nun sollen dort mehr Wohnungen entstehen und es gibt aktuell Diskussionen, das Gelände als Standort für ein jüdisches Museum vorzuschlagen. Es ist mir äußerst peinlich,
den jüdischen Mitbürgern stets zu sagen, ja, ein jüdisches Museum, das wäre ja toll, aber. Dieses Aber klingt wie eine Ablehnung. Das ist es aber nicht. Um dies zu heilen, sollte die Stadt sich gemeinsam mit Globus auf ein adäquates Ausweichgrundstück einigen. Jetzt die Fragen. Wie viele bzw. auch welche Standorte sind oder waren in der Prüfung? Und zweitens und wichtiger, wann wird es denn endlich eine Entscheidung geben? Die Beantwortung übernimmt Kollege Schmidt-Lamontin. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Fischer, wie Sie sich vorstellen könnten, war das keine leichte Aufgabe, aber wir haben intensiv gearbeitet. Im Zuge der Standortsuche für den großflächigen Einzelhändler Globus wurden insgesamt viele Standorte betrachtet, aber 16 Flächen verteilt über das Stadtgebiet wurden einer vertieften städtebaulichen Prüfung unterzogen und wir sind am Ende fündig geworden. Es ist also ein Ersatzstandort für Globus gefunden. Zudem sowohl das Unternehmen Globus ihr Einvernehmen erteilt hat, dass sie sich das vorstellen könnte, dort ihre Ansiedlung vorzunehmen, als auch die Eigentümer der Flächen dem Grunde nach ihr Einvernehmen zur Veräußerung signalisiert haben. Aktuell wird über die eben angesprochene Fläche in der Leipziger Vorstadt noch ein Grundstückswertgutachten erstellt, dessen voraussichtliche Fertigstellung im Juni eine Basis für zu erstellende Verträge darstellt. Ziel ist es, noch im Jahr 2020 zu einem Abschluss der Verträge zu gelangen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Dankeschön. So, wir kommen zur nächsten Fraktion. Das sind die Freien Wähler und Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, nicht erst mit Beginn der sogenannten Corona-Krise ist das Thema und die Frage zur Sicherheit von Mitarbeitern und Besuchern des Rathauses sehr wichtig. Der Stadtrat hat bereits Ende 2010 beschlossen, dass ihm bis zum 31. März 2011 ein überarbeitetes Sicherheitskonzept vorgelegt werden soll. Die Dringlichkeit dieses Anliegens kann man nachvollziehen, wenn man einige Vorfälle in den letzten Monaten so Revue passieren lässt. Die Dringlichkeit unseres Anliegens hat sich mit der Corona-Krise eigentlich noch mehr verschärft. Die Sicherheitsauflagen des Freistaates, auch zu Hygienefragen rund um das Coronavirus, sind da natürlich auch ein existenzielles Problem. Dazu meine Fragen. Wann erfüllt der Stadtrat oder besser gesagt die Verwaltung den Stadtratsbeschluss von 2010 und legt dem Rat ein überarbeitetes Sicherheitskonzept vor? Und zweitens, wie setzt die Landeshauptstadt die Allgemeinverfügung des Sächsischen Ministeriums für Soziales vom 4. Mai 2020 hinsichtlich der Hygiene im Rathaus um? Auch hier übernimmt die Beantwortung Herr Kollege Schmidt-Lamontin. Gerne, sehr geehrter Herr Genschmar. Wie Sie den Beschlusskontrollen zu der von Ihnen angesprochenen Vorlage 0744 aus 10 entnehmen konnten, wurde zu dem Beschlusspunkt 7, den Sie angesprochen haben, bisher kommuniziert, dass mit dem Stand vom 21. März 2011 ein Sicherheitskonzept erstellt wurde. Dieses Sicherheitskonzept wurde auch von der damaligen Oberbürgermeisterin bestätigt. Die im Sicherheitskonzept erhaltenen Informationen sollten, wie Sie sich vorstellen können, streng vertraulich behandelt werden. Im Rahmen der Sanierung des ersten Realisierungsabschnittes wurden wesentliche Bestandteile hiervon auch baulich umgesetzt. Nach dem gegenwärtigen Stand wird die Komplexsanierung im Jahr 2027 baulich fortgesetzt. Durch die Verwaltung wurde festgelegt, dass in den hierzu vorgelagerten Planungsprozess, der ab ca. 2024 stattfindet, unter Berücksichtigung der dann aktuellen Anforderungen an die Sicherheitsbelange und Nutzung sowie unter Beachtung der für das neue Verwaltungszentrum definierten Standards ein ganzheitliches Sicherheitskonzept erarbeitet und umgesetzt wird. Zum Thema Allgemeinverfügung und Hygieneauflagen lässt sich nur sagen, die dort formulierten Auflagen werden vollumfänglich erfüllt. Gestatten Sie mir kurz eine Nachfrage. Ich gehe davon aus, dass trotz alledem auch die Frage schriftlich wie immer beantwortet wird. Ich habe mit großer
Freude gesehen, dass hier in der Messe an den Eingangsbereichen Desinfektionsmöglichkeiten und auch an den Unterschriftsmöglichkeiten sind. Ich bin eigentlich seit der Krise davon ausgegangen, dass die Landeshauptstadt im Rathaus, im Eingangsbereich, in den Toiletten solche Maßnahmen auch umsetzt. Also bis am gestrigen Tag ist das noch nie erfolgt. Ist das nie gewollt? Wird das nie gemacht? Wie steht da die Stadt Dresden dazu? Da hat das RKI ja ganz deutlich gesagt, sowohl Desinfektion und Händewaschen ist auch eine Form von Sauberwaschen. Da haben wir auf jeder Toilette einen Hinweis dafür, dass Sie das einhalten können, falls Sie da mal auf der Toilette waren, werden Sie das gesehen haben. Und ansonsten, wenn Sie zum Rathaus reinkommen, ist eine entsprechende Desinfektionsmöglichkeit für jeden, der in das Rathaus kommt, vorhanden. Herr Oberbürgermeister, das kann ich auch sehen. Ich kenne aber die Verordnung für die Gastronomen, die ab morgen zum Glück wieder aufmachen müssen. Dort können sich die Gäste auch die Hände waschen und die müssen vor jeder Toilette Desinfektionsmöglichkeiten und im Eingangsbereich zur Verfügung stellen. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum in Gaststätten ein anderes Risiko als im Rathaus besteht. Dann können Sie einfach mal drüber nachdenken, warum das so sein könnte. Und mit dieser Aufgabe lasse ich Sie jetzt mal alleine. Jetzt machen wir weiter. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filius-Jene. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, gegenwärtig wird in der Verwaltung die Aufstellung des Haushaltes 2021 vorbereitet. Meine Frage: Auf welcher Basis sollen die Geschäftsbereiche ihre Anforderungen für die Haushaltsansätze für 2021 und 2022 erarbeiten? Ist es richtig, dass alle Geschäftsbereiche aufgefordert sind, 12% der Sachkosten einzusparen, wie es der Finanzbürgermeister in der öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses am 4. Mai berichtete? Und gilt dieser Prozentsatz für alle Geschäftsbereiche? Und welches Haushaltsjahr gilt dafür als Bezugsgröße und wie werden die Kürzungsvorgaben innerhalb der Geschäftsbereiche an die betroffenen Einrichtungen und Fachämter kommuniziert, beziehungsweise auf welcher Basis werden diese Kürzungsvorgaben berechnet? Auf Basis der Gesamtmittel oder auf Basis der Finanzierungsanteile der Landeshauptstadt? Die Beantwortung übernimmt der Finanzbürgermeister Dr. Lahm. Ja, vielen Dank. Ich kann mich wiederholen. Die Budgetvorgaben sind kein Steuerungsmittel für den Haushalt und keine Entscheidung, was da am Ende drinstehen wird. Was im Entwurf des Oberbürgermeisters drinstehen wird, das werden Sie bei der Vorlage dann sehen können, die für Anfang September geplant ist. Die Budgetvorgaben sind am 28. April beschlossen worden. Sie werden jetzt von den Geschäftsbereichen bis zum 20. Mai 2020 umgesetzt. Was die Grundlage ist, kann man so pauschal nicht beantworten. Es sind die Ergebnisse der Vorjahre, aber auch gesetzliche Veränderungen, die sich ergeben haben, weitere prognostizierte Veränderungen, beispielsweise bei den Sozialleistungen. Es war dann erforderlich, um überhaupt zu handhabbaren Zahlen zu kommen, in der Tat eine pauschale Kürzung in Höhe von 12% über bestimmte Aufwendungen innerhalb der dezentralen Budgets der Geschäftsbereiche vorzunehmen. Das betrifft insbesondere auch Sachkostenbudgets. Jetzt sind die Geschäftsbereiche aufgefordert, dieses umzusetzen und zu signalisieren, wie sie damit ihre Leistungen erbringen können. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich auch an dem Vorhaben von Einnahmensteigerung mit Hilfe von Bund und Land. Ohne das wird es nicht gehen. Ein erster Aufschlag des Landes ist ja auch gemacht worden, der freilich nicht ausreicht, um uns in einen gesunden und vollziehbaren Haushalt hineinzubringen. Wir werden auf dieser Basis dann Ihnen einen Vorschlag vorlegen und über den wird dann in der politischen Diskussion zu sprechen sein.
Entschuldigung, da möchte ich mir doch erlauben zu sagen, dass meine Fragen also zumindest mündlich so nicht beantwortet sind und ich mich dann sehr auf die schriftliche Antwort freue. Ich würde gerne noch eine ergänzende Frage hier stellen. Also es ist ja nun bekannt, dass ich mich nun speziell auch im Kulturbereich auskenne und die Frage muss ja eigentlich zu beantworten sein. Wenn wir jetzt mal von 12% ausgehen, und ich sage mal, ich kenne keine Kultureinrichtung, die nicht bereit ist zu sagen, wir müssen natürlich auch unser Teil beitragen, aber beziehen sich die Kürzungen auf den städtischen Zuschuss oder werden in diese 12% auch Mieteinnahmen, Karteneinnahmen und so weiter mit einbezogen? Diese Frage würde ich gern wissen, beantwortet haben. Das ist nicht Gegenstand der Budgetvorgaben. Die Budgetvorgaben geben dem Geschäftsbereich ein Budget, mit der er jetzt die Zukunft und die Arbeit der entsprechenden Einrichtungen zu planen hat. Als Berechnungsgrundlagen ist da durchaus ein differenziertes Bild dahinter gelegt. So ist es beispielsweise im Kulturbereich so, dass Zuschussbedarfe, die eine Basis beispielsweise im Hauptstadtkulturvertrag haben, ungekürzt auch in der Berechnung zugrunde gelegt worden sind. Und andere Bereiche erfahren eben auch diese Sachkostenkürzung. Das ist jetzt im Einzelnen umzusetzen, es ist aber auch die Budgethoheit des Geschäftsbereichs in der Planung, das dann entsprechend zu vollziehen. Gut, also danke nochmal schon für die schriftliche Beantwortung und dann werde ich die Bürgermeisterin des zuständigen Bereichs, die ich zuletzt angesprochen habe, diesbezüglich nochmal löchern. Lassen Sie uns erstmal als Verwaltung unsere Arbeit machen und dann können wir dann hier im zweiten Jahreshälfte intensiv über den Haushalt diskutieren. So, wir kommen zum nächsten Fraktion, das ist die CDU und sie fragt mit Herrn Schmidt. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auf der Fetscherstraße, ungefähr in Höhe der Hausnummern 3234, da wo die Sparkassenfiliale drin ist, werden derzeit Pkw-Kurzzeitparkplätze in einen Fahrradstellplatz umgewandelt. Mittlerweile kann ich schon sagen, sie wurden umgewandelt, weil die Maßnahme ist fast abgeschlossen. Es erfolgt dort der Einbau von Fahrradbügeln. Die Kurzzeitparkplätze sind jedoch gerade vor einer Sparkassenfiliale von besonderer Bedeutung für Kunden, die nur kurz am Geldautomaten Geld abheben oder ein schnelles Geschäft am Schalter abwickeln wollen. Und aus eigener Beobachtung kann ich auch sagen, es sind insbesondere von Senioren genutzte Plätze gewesen. Kunden, die am nahegelegenen Fetscherplatz kurze Einkäufe erledigen wollten, haben die Kurzzeitparkplätze an diesem Standort ebenfalls gern genutzt. In diesem Zusammenhang habe ich folgende Fragen. Wer hat den Rückbau der Parkplätze angeordnet? Auf welcher Grundlage erfolgte die Entscheidung? Wo in Dresden sind ähnliche Maßnahmen geplant bzw. in Umsetzung oder wurden bereits umgesetzt? Wie viele Pkw-Stellflächen sind davon stadtweit betroffen? Und als letztes noch, erfolgt vor der Durchführung dieser Maßnahmen an den einzelnen Standorten eine Bedarfsanalyse und ist diese auch am Fetscherplatz erfolgt? Die Beantwortung übernimmt der Kollege Schmidt-Lamontin. Sehr gerne, sehr geehrter Herr Schmidt. Im Rahmen verschiedener Beschlüsse, unter anderem dem Radverkehrskonzept, aber auch einer Petition, die P0121 aus 18, erfolgen durch das Straßentiefbauamt derzeit Untersuchungen zur Vermeidung infrastrukturbezogener Unfallursachen, Stichwort Doring, und der Schaffung situationsangepasster und anforderungsgerechter Führungsformen des Radverkehrs neben Anlagen des ruhenden Verkehrs. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme wurden Streckenabschnitte aufgelistet, in denen Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen neben Längsparkern verlaufen und hinsichtlich Breite und Gestaltung der Sicherheitsräume differenziert. Diese Auflistung wurde Ihnen auch mal zugestellt im Rahmen einer Stadtratsanfrage, die gestellt wurde. Straßenabschnitte mit Schutzstreifen, in denen die Gesamtbreite von Schutz- und Parkstreifen zu gering und der erforderliche Sicherheitsraum nicht vorhanden ist, werden dabei vorrangig untersucht. Der Straßenabschnitt der Fetscherstraße, den Sie erwähnt haben, zwischen der Striesener Straße, Borsbergstraße und der Heidenstraße, ist einer dieser Bereiche. Da regel- und bedarfsgerechte Anlagen des ruhenden Kfz- und Radverkehrs auf dem genannten Straßenabschnitt bestandsnah nicht zu erreichen sind, wurde der ruhende Verkehr neu organisiert. Die Flächen der Pkw-Stellplätze wurden dem Radverkehr zur Verfügung gestellt und die vorhandenen Kurzzeit- und Behindertenstellplätze wurden in der Heidenstraße neu angeordnet.
Sie haben noch gefragt, wo weitere Maßnahmen geplant sind. Im Rahmen der laufenden Untersuchung zur Vermeidung dieser Unfallursachen werden weitere Straßenabschnitte analysiert. Ich kann Ihnen die Auflistung auch gerne anhängen bei der schriftlichen Beantwortung. Da konkrete Ergebnisse und Handlungsempfehlungen noch nicht vorliegen, kann die Anzahl betroffener Pkw-Stellplätze derzeit noch nicht beziffert werden. Allerdings möchte ich auch vorsichtshalber noch mal darauf hinweisen, dass hier unterschiedliche Maßnahmen untersucht und ergriffen werden. Es handelt sich hierbei mitnichten immer um den Wegfall von Stellplätzen. Sie haben noch was zur Bedarfsanalyse gefragt. Eine Bestandsaufnahme und Analyse der Angebote zum Fahrradparken in der Landeshauptstadt Dresden erfolgt im Rahmen der Bearbeitung zum Radverkehrskonzept. Demnach, und das steht im Konzept auch drin, ist die Schaffung zusätzlicher Angebote zum Fahrradparken im Straßenraum in allen Gebieten mit dichter Wohnbebauung ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung der Infrastruktur. Die Auflistung hätte ich gern als Anlage. So, und zum Abschluss der Fragestunde für die Fraktionslosen, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, erneut zum Haushalt. Ich versuche es jetzt so zu formulieren, dass wir vielleicht was Neues lernen und es nicht sich wiederholt. Corona-Zeiten sind natürlich auch für den Haushalt schwierige Zeiten und ich werde häufig gefragt, wie geht das denn jetzt ab? Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass jetzt der Druck und das Ziehen und Drücken an den einzelnen Stadträten von außerhalb, von Vereinen, von der Wirtschaft, von Einzelpersonen, von Schulen und so, dass das größer sein wird als in den vergangenen Jahren. Und eine etwas ungewöhnliche Frage, weil ich bitte Sie hier nur was ein Statement abzugeben. Ich formuliere es als Frage, könnten Sie einmal die Veränderungen, die Komplikationen, die Chancen und Risiken, die jetzt sozusagen da sind, verglichen mit anderen Jahren bei der Haushaltserstellung, also jetzt in der Verwaltung selber, dann bei der Diskussion der politisch-öffentlichen und dann bei der Verabschiedung, die Veränderungen, die Komplikationen, die Chancen und die Risiken mal in Prosa darstellen. Auch diese Beantwortung übernimmt der Finanzbürgermeister. Das kann ich gerne tun, Herr Schulte-Wissemann. Ich weiß nur nicht, was wir dann anderes tun sollten, vielleicht bis Mitternacht, weil es uns natürlich sehr stark bewegt. Aber wir haben ja versucht, dort auch in einen Dialog mit dem Stadtrat hineinzukommen und die notwendigen Informationen erstmal bereitzustellen im letzten Finanzausschuss, in dem die Risiken benannt sind. Ich kann das eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Die Steuereinnahmen gehen deutlich runter und die Belastungen gerade im sozialen Bereich, also aber auch in Aufgaben der Wirtschaftsförderung, gehen eher hoch und die Notwendigkeit zu investieren ist eher größer, als sie es bisher gewesen ist und auch bisher war sie schon groß. Also vor dieser Aufgabe stehen wir jetzt, aber wir lassen uns nicht verdrießen, sondern sind fest davon überzeugt, dass unsere Stadt auch im Verbund des Freistaates Sachsen und der Bundesrepublik Deutschland so stark ist und der Europäischen Union, dass wir auch diese Situation meistern werden. Diese Berichterstattung wird fortgesetzt werden am 25. Mai im nächsten Finanzausschuss. Da werden wir diese Zahlen aktualisieren und werden anschauen, was sich ergeben hat, jetzt aufgrund der Maßnahmen des Freistaates, die wir bis dahin besser runterbrechen können noch und aufgrund der Prognosen in der heutigen Steuerschätzung. Und diesen Prozess werden wir dann immer fortsetzen. Ich ergreife die Gelegenheit zu einem strategischen Appell. Lassen Sie uns über diese Situation der Krise gemeinsam eine Brücke schlagen in eine Zeit, in der es dann auch wieder besser geht. Und es gibt eine deutliche Aussicht dafür, dass es eine solche Zeit in greifbarer Zeit auch geben wird. Das setzt aber voraus, dass wir alle wirklich bereit sind, auch Veränderungen vorzunehmen, dass wir die Lasten, die aus der gegenwärtigen Krise resultieren, gerecht in der Gesellschaft verteilen. Dazu müssen wir sie auch benennen. Daran kommen die Finanzer nicht vorbei. Gerade war Telefonkonferenz, Finanzausschuss des Städtetages. Wir sind keinesfalls allein mit unseren Problemen. Wir haben genau dieselben wie die anderen. Wir werden aber
sind aber auch vereint in der Zuversicht, dass wir dort vernünftige Lösungen finden werden. Gut, deswegen hatte ich ja explizit auch nach den Chancen gefragt und diese Brücke haben Sie ja sehr gut dann aufgenommen und gebaut. Zwei konkrete, schnelle Nachfragen. Das eine ist jetzt für die Öffentlichkeit, damit es nochmals ausgesprochen ist, wann wird der Haushalt veröffentlicht? Und als Pirat muss ich das fragen, könnten wir dieses Jahr das bitte in maschinenlesbarer Form haben, also einfach als Textdatei? Selbstverständlich bekommen Sie das als Textdatei und zwar als PDF-Datei mit einer Texterkennung. Da ist es dann maschinenlesbar. Für die Tabellen und Grafiken kann ich es nicht zusagen, weil uns da der technische Support fehlt. Auf dresden.de wird es veröffentlicht und eingebracht wird es, wie es sich gehört, vom Oberbürgermeister hier im Stadtrat. Und das nach den Planungen, die wir haben und auch weiter verfolgen, am 3. September 2020. Haben Sie vielen Dank. So, damit wäre der Tagesordnungspunkt 4, die Fragerunde der Stadträtinnen und Stadträte, beendet.